Judentum ein Gott, Christentum ein Gott und der Islam ein Gott, sondern die Religionen sind, also die Offenbarungen, die zu Adam, Noah, Moses, David, Salomon oder Abraham gekommen sind oder zu Jesus und Mohammed, sind von einem und selben Gott. Für uns war es immer die eine Religion, und zwar die Religion des Friedens, die wir heute Islam nennen. Aber mit jeder Offenbarung hat sich die Botschaft Gottes eigentlich nur bestätigt. Jeder Prophet hat von dem anderen berichtet und einander befestigt in dem, was er gesagt hat. Wir haben nichts Neues berichtet, sondern nur aufeinander aufgebaut. Deswegen sehen wir die Religionen als eine große Glaubensgemeinschaft, als Brüder und Schwestern. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine ganz kleine Textstelle aus dem Koran vorlesen, damit Sie das auch wirklich verstehen, was ich meine. Und zwar... Ja, so heißt es, es geht weder nach euren Wünschen, hier sind die Muslime angesprochen, noch nach den Wünschen der Leute der Schrift. Wer Böses tut, dem wird es vergolten. Und er findet für sich außer Gott weder Schutzherrn noch Helfer. Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei Gutes tut und dem Glaubensbekenntnis Abrahams folgt, und dem folgen wir ja alle als monotheistische Religionen, als Anhänger des rechten Glaubens. Und Allah nahm sich Abraham zum Freund. Und Allah gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah umfasst alles. Das bedeutet für mich, dass trotz diesen schlimmen Dingen, die wir in den Medien, in den